Hallo und herzlich willkommen zu meinem heutigen Video. Heute gibt es ein kleines DIY-Video. Wirklich klein, super simpel, super schnell. Es ist nämlich gedacht für Mamas wie mich, die super gerne was Individuelles, was Selbstgemachtes verschenken möchten, die aber nicht so viel Zeit haben, sich stundenlang hinzusetzen und was zu basteln, die vielleicht auch nicht so mega kreativ oder begabt in diesem Bereich sind, die es aber genauso wie ich trotzdem schön finden, was zu verschenken, was man mit Liebe einfach selber gemacht hat. Und da möchte ich euch heute zwei Sachen zeigen, die ich in diesem Jahr verschenke, und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit dem folgenden Video. Starten wir mal mit etwas, was ich jedes Jahr mache. Und zwar bekommen meine Schwiegereltern von uns jedes Jahr einen selbstgemachten Kalender. Also die kaufen sich schon gar keinen mehr, das ist jetzt schon ein Brauch geworden. Also etwas, was halt einfach jedes Jahr stattfindet. Und dieses Jahr habe ich hier so einen Kalender von Folia. Ich hatte schon zig verschiedene. Ich hole mir den jedes Jahr irgendwo anders. Und habe hier bei Snapfish Fotos von uns entwickeln lassen. Da sind dann quasi immer Fotos vom vorangegangenen Jahr. Also sie können sich 2018 Bilder der Kinder von 2017 angucken. Das finde ich voll schön. Und sie heben auch wirklich alle Kalender auf. Und da ist so meine Kiste mit Stickern, mit buntem Papier, mit Washi-Tape natürlich, dann Kleberschere und ein Tee und Spekulatius. Und ja, let's go. Also das ist halt wirklich was, das macht ihr mal an einem Abend. Da muss man nicht unbedingt künstlerisch begabt sein, und ich mache das jedes Jahr und es bereitet halt unglaubliche Freude. Es ist was sehr Individuelles, und ich würde sagen, let's go! Und dann habe ich hier noch diesen Kalender zum selber machen. Den habe ich euch schon mal vor 2 Monaten oder so in die Kamera gehalten. Der ist vom MVG Verlag. Ich finde den wunderschön. Den bekommt meine beste Freundin dieses Jahr. Und der ist so vom Grund auf schon super schön gestaltet. Hier seht ihr das. Und da kann man halt Sprüche und Bilder noch damit individualisieren. Aber der sieht halt so von Grund auf schon mal richtig, richtig geil aus. Ich liebe den total und ich freue mich sehr, ihn ihr zu schenken. Den gibt es auch bei Amazon, deswegen verlinke ich euch den mal unten in der Infobox. DIY Nummer 2. Was braucht ihr dafür? Wieder Bilder. Da habe ich jetzt Fotobox ausgewählt, aus keinem bestimmten Grund. Ich wollte mich mal so ein bisschen durchtesten. Habe Fotobox, wie gesagt, ausgewählt zum Bilder ausdrucken. Das sind übrigens die Bilder von unserem Ugly Sweater Family Shooting. Da hatte ich euch ja schon angekündigt, dass ich mit den Bildern noch was vorhabe. Und dann braucht ihr solche Christmas-Fotokugeln. Ich habe jetzt hier mal 2 Versionen. Die hier sind die günstigen. Von Action sind die. Die haben aber nur 7 cm Durchmesser. Also sie sind relativ klein. Und das hier ist die etwas teurere Version. Die habe ich bei Butinette bestellt. Die haben aber auch 10 cm Durchmesser. Das heißt, da sieht man halt einfach mehr von den Bildern. Das ist diese Scheibe, die hier dann gleich dazwischen kommt. Genau, und dann halt einfach Schere und was zum Ausmalern für die Bilder. Der Schoko-Weihnachtsmann gehört nicht dazu, den will ich aber gleich essen. Genau, ich mache jetzt für jedes Mal ein Beispiel. Also ich hoffe, dass die überhaupt gehen für meine Fotos. Und zeige euch das dann mal. Natürlich machen wir auch in diesem Jahr unsere Weihnachtskarten wieder selbst, und ich habe die Kinder hier ein bisschen spielen lassen.
Das hier hat Vince gemacht. Und da habe ich einfach nur mit Linien so ein kleines bisschen die Form vom Tannenbaum vorgegeben. Und er hat dann den Rest mit seinen Fingern getupft. Das finde ich richtig, richtig gut geworden. Da mache ich auch eigentlich nichts mehr dran. Außer, dass ich die Karte da natürlich noch was reinschreibe. Das hier hat Svea gemacht. Das ist das erste Mal, dass wir wirklich was gebastelt haben, wenn man das so sagen kann. Und hier muss ich natürlich jetzt noch was ergänzen. Das ist dann so eine Klappkarte, die nach unten aufgeht. Und das hier ist von Vince geworden. Das wird auch noch was anderes. Da male ich jetzt auch noch ein paar Striche dran. Das ist auch so eine Klappkarte. Genau, also an den zwei muss ich jetzt natürlich noch ein paar Striche ansetzen, damit das auch Sinn ergibt. Zeige ich euch gleich. So, einmal jetzt hier. Da einfach noch Augen und Geweihe dran gemacht. Zack, und die zweite Variante. Das Ganze sieht jetzt so aus, dass ich da halt auch noch Geweihe dran gemacht habe. Augen und eine rote Kullernase. Genau, und das ging halt super schnell. Also es war mit den Kindern super einfach, auch mit Svea. Es ging sehr schnell. Und danach konnten die halt frei malen, wie sie wollten. Und das trocknet ja auch schnell. Und dann macht man da so nach seine Peoples dran. Und dann ist das Ganze schon fertig. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen mit ganz schnellen Ideen, wie man Weihnachten trotzdem was selber machen kann, auch wenn man nicht so viel Zeit hat. Und schreibt mir doch gerne in die Kommentare, was euch am besten gefallen hat.